Gehst du mal gucken, Knülli? Ja, was die da machen? Du guckst dir bitte genau an. Nur gucken, nicht stören, ne? Ja, aber dann gehst du zu deiner kleinen süßen Soße und sagst ihr, ja, bitte auch. Ja, damit es dem Knödi endlich besser geht. Und euch bringt gerade so ziemlich gar nichts aus der Ruhe, ne? So, dich darf ich hier stehen? Cool, macht ihr das. So, prima. Ja, Knödi, gucken, gucken, gucken. Hm? Wo ist denn Fräulein Soße? Hallo, Fräulein Soße. Wenn Sie mal bitte auch gucken gehen wollen. Süß Maus. Ja, ich weiß, du guckst aber aus dem Fenster. Da hinten wäre ein toller Platz, ja. Also da so in den Dingern drin, ne? Von mir aus auch hinter den Pilzen. Knödelbär, bist du ein bisschen aufgeregt, ja? Dass der Horchi da so rumhüpft und sich gar nicht bewegt? Ja, unglaublicher Vorfall, ne? Wo der sich doch sonst so viel bewegt. Aber Horchi hat andere Sachen zu tun. Und die süße Hatschi. Ganz toll sieht ihr aus, ihr zwei Süßen. Hm? Ja, Und hier ist zwar so die Hälfte vom Nest vor eurem Nest, aber ihr werdet schon wissen, was er macht, ne? Tippel, tappel, tippel, tappel. Knödelbär, fall nicht runter da. Wenn du da runterfällst, dann fällst du auf die beiden. Der Plan ist, glaube ich, ein bisschen anders. Hm? Na, ihr werdet es schon irgendwie machen, ne? Ja, du Knödi.